Ja, wir lernen Industriemechaniker ist gut. Wir fangen jeden Tag um 7 Uhr frühestes Arbeiten an. Ich bin hier bei der Firma, weil ich hier vor allem schon viele Leute kenne. Also meine Freunde, mit denen kann man dann auch gut zusammenarbeiten, weil man sich schon untereinander kennt. Man hat einfach ein gewisses Teamplay dabei. Ja, bei Projekten da zum Beispiel hilft man sich halt viel gegenseitig. Wenn man irgendwas nicht weiß oder wenn man irgendwas falsch gemacht hat, dann fragt man einen anderen mal und der hilft einem dann dabei. Im ersten Lehrjahr lernt man vor allem das Handwerkliche. Man lernt die Grundkenntnisse, zum Beispiel das Feilen, Sägen oder Blech schneiden und sowas. Das Bohren. Zum Beispiel auch. Der Industriemechanik ist halt ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Man macht jeden Tag was anderes, arbeitet an Maschinen, arbeitet an großen Anlagen und finde ich halt spannend und macht mir Spaß. Zum Beispiel skizziere ich hier gerade einen Zahnrad für eine unserer Tischstraßen. Wenn wir einen Auftrag bekommen, dann schauen wir, ob es Muster gibt, tun eine Zeichnung anfertigen und dann fertigen wir das nach den Maßen, wie wir das ausgemessen haben. Also wir haben runde Rohmaterialien, die drehen wir dann zurecht auf das Maß, was wir brauchen, an der Drehmaschine. Erstmal muss man die ganzen Einstellungen überprüfen von der Maschine. Dann sollte man auf seine persönliche Schutzausrüstung schauen. Danach werden wir dann an der Universalfräsmaschine die Zähne praktisch rangefräst. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Also die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Ich habe schon mal Praktikum absolviert und das hat mir dann sehr zugesagt. Ich baue ja gerade eine Pneumatikschaltung auf, denn das ist ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Ausbildung. Pneumatik allgemein wird halt mit Druckluft mechanischer Arbeit verrichtet. Und dann probieren wir halt verschiedene Schaltungen aufzubauen, um die einzelnen Ventile jeweils in dem Fall kennenzulernen. Ich habe mich für die Industriemechanik entschieden, weil es abwechslungsreicher ist, im Gegensatz zu anderen Metallberufen. Im zweiten und im dritten Lehrjahr fängt man mit CNC an. Das ist computergesteuerte Fräsmaschine. Also wir schreiben Programme selber. Zum Beispiel fangen wir an mit Übungen, ein Übungsprogramm, das schreiben wir dann. Und dann fräsen wir es einmal ab. Schauen uns an, ob es geklappt hat. Also beim Schweißen, das kommt Stück für Stück. Das lernt man am Ende des zweiten Lehrjahres und Anfang des dritten Lehrjahres. Und das wird dann zum Beispiel auch einmal nicht nur in Übungen angewendet, sondern auch in Großprojekten. So, das ist Satz, der ist jetzt fertig und kann eingebaut werden. Also wenn man Störungen hat oder so, dann ist natürlich Stress angesagt. Und man muss schauen, dass man die Anlage wieder zum Laufen bringt. Weil es sind ja hohe Kosten, was da jede Minute da verloren ging. Nach der Ausbildung wird man halt in der Instandhaltung eingesetzt. Und da repariert man halt die Maschinen, macht Wartungen, tauscht irgendwelche Verschleißteile aus. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich würde es auch weiterempfehlen, weil vor allem, dass es da auch eine Lehrwerkstatt gibt. Ja, da kommen wir gut klar zusammen und es macht dann auch Spaß, im Team zu arbeiten. Ja, mit den Arbeitskollegen kann ich eigentlich alle gut klar. Scheiße. Echt? Leute.